Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Auf die Fresse ist umsonst Box von Ohrenfeind. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Auf die Fresse ist umsonst von Ohrenfeind, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier eine ziemlich große Box, eine schwarze Box mit weißem Aufdruck. Wir haben hier einmal das Logo der Band, den Totenkopf mit den Ohr, ja, mit den, wie nennt man das? Mit den Kopfhörern natürlich, mit den Kopfhörern. Ohrenfeind, auf die Fresse ist umsonst. Das ist also der Albumtitel. Auf der rechten Seite lesen wir diesen plus den Bandnamen. Auf der linken Seite ebenso. Unterseite gibt es die Website, die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über AFM Records. Hier haben wir noch den Barcode. Und hier oben wieder die Interpreten, also den Bandnamen plus Albumtitel. Und hier hinten lesen wir dann noch, den Rest musst du bezahlen. Okay, also, ihr wisst Bescheid, auf die Fresse ist umsonst, den Rest musst du bezahlen. Dann schauen wir mal, was ich hier bezahlt habe. Und zwar haben wir hier eine recht stabile Kartonbox. Wir haben hier einmal, passend zum Albumtitel, einen Boxhandschuh. Ist gar nicht so einfach. Das Album. Was auch immer das hier ist, ein kleines Kunststoffteil. Das sind Gitarrenpleck drin. Und da ist noch mehr drinnen. Sticker, Zertifikat, Karte. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Also, jetzt ist die Box leer, von innen weiß. Ihr seht selbst, da ist jede Menge Platz. So, dann packen wir das mal wieder zusammen. Box derweil zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, der Rest alles mal weg. Und so sieht das aus. Also, wir haben hier das Album, Auf die Fresse ist umsonst. Kommt hier in einem Digipack. Auf der Folie haben wir einen Sticker. Und zwar ist das hier die Auf die Fresse ist umsonst Tour 2013. Bedeutet, hier gab es die Band live zu sehen. Ja, das ist jetzt mittlerweile schon 6 Jahre her. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir uns das mal an. So. Ah ja, gut, der Sticker war gar nicht auf der Folie, sondern hier auf der Hülle des Digipacks. Schauen wir mal, ob der abnehmbar ist oder ob der Spuren... Nein, der ist sehr gut abnehmbar. Also mit dem Sticker wurde das hier echt gut gelöst. So, wir haben hier das Album, Auf die Fresse ist umsonst. Das Cover sieht mir schwer nach Rotlicht aus. Also es sieht so aus, als wäre dieser Mann hier im horizontalen Gewerbe hier umtriebig. Da hinten zwei Damen. Und die sehen irgendwie so nicht ganz so begeistert aus, denn er dürfte kein Geld mehr haben. Ja, dementsprechend das Einzige, was es umsonst gibt, ist das hier. Auf der Seite sieht er so aus. Dann haben wir hier die Tracklist, 13 Stück an der Zahl und auch hier wieder die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein, hier übrigens auch beschriftet, also auf beiden Seiten, sowohl hier als auch hier. So, dann ist er hier scheinbar am Geld zustecken. Scheinbar hat er doch Geld oder man weiß es nicht. Für mich sieht es jetzt eher nach Zustecken aus. Eventuell nimmt er auch jede 50 Euro aus dem Ausschnitt dieser Frau. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Den Rest musst du bezahlen, lesen wir hier. So, als erstes haben wir hier auf der rechten Seite mal ein Booklet und einen Infoflyer bzw. noch ein Mini-Booklet des Labels. Also das sind andere Releases, die hier über AFM Records erschienen sind. Dann haben wir hier das Booklet. So sieht das aus.
Alles klar. Okay, also wir haben hier die Lyrics zu einzelnen Tracks. Wunderbar. Hier kann man das Ganze nachlesen. Wort für Wort. Sieht so ein bisschen nach Zeitungsoptik aus hier. So in schwarz und weiß. Und dann haben wir hier weitere Fotos. Der Albumtitel hier überall präsent. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Und Danksagung und Grüße. So sieht das aus. Die Rückseite. Dann haben wir hier auch. Hoppla. Dann haben wir hier auch noch. Das sieht mir stark nach einem Zeitungsartikel aus. In diesem Fall der Ohrenfeind Express. Also hier im Stile einer Zeitung gehalten. Okay. Umsonst und gewaltfrei. Packen wir das Booklet mal wieder zurück. Kommen zur Album-CD. Hier sehen wir wieder die Hand an den leeren Hosensäcken. Und wir haben auf der CD die Tracklist mit drauf. 13 Stück sind es geworden. Keine Features oder Fremdbeiträge. Und hier gibt es dann nochmal eine Faust samt einem Totenkopfring. So, dann packen wir alles wieder zusammen. Haben als nächstes einen Sticker mit dabei. Quadratisch das Cover des Albums. So sieht das aus. Dann kommen wir zu etwas Musikalischem. Und zwar haben wir hier Gitarrenpleck drin. 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist echt eine Menge. Einmal diesen hier. Auf der einen Seite Ohrenfeind Logo plus Homepage. Okay, beidseitig das gleiche. Dann haben wir hier, was lesen wir? Ohrenfeind mit Homepage. Okay, also dieses Design hier. Dann einmal mit dem Schriftzug auf die Fresse ist umsonst. Dann nochmals der hier. Also der ist zweifach vorhanden scheinbar. Der Schriftzug mit der Webseite, mit dem Internetauftritt. Und dann haben wir noch einen fünften. Was lesen wir hier? Vollgasrock aus St. Pauli. Ja, also 5 Black drin. 2 davon im gleichen Design. Die anderen 3 individuell. Also einmal vorhanden. Packen wir hier wieder in diesen kleinen Druckverschlussbeutel. So, dann kommen wir direkt zum nächsten. Und zwar, was haben wir hier auf die Fresse? Okay. Vollgasrock aus St. Pauli. Was ist jetzt das? Hier ist nichts weiter drin. Ah, ich glaube, ich habe es aber schon mal gesehen. Und zwar ist das meines Wissens so eine mehr oder weniger Mini-Börse, Mini-Geldbörse oder sowas. Also es ist so ein Kunststoff, der hier in der Mitte so einen Spalt länglich drin hat und hier kann man irgendwie Sachen reingeben. Also wenn man zum Beispiel so einen kleinen Schlüssel hat, dann kann man den da reingeben oder auch natürlich Kleingeld, je nachdem. Ich glaube, dafür ist das gedacht. Falls ihr sonst wisst, was man damit macht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber meines Wissens ist das so eine quasi Mini-Geldbörse. Dann haben wir ein Zertifikat. Ohrenfeind, ein Zertifikat. Okay, also das bestätigt, dass diese Box eben original ist von IFM Records. Die machen das meines Wissens in all ihre Boxen rein. Also IFM Records macht immer diese Zertifikate. One of a specially limited series of 1000 copies worldwide. Okay, alles klar. Bedeutet, diese Box gibt es 1000 Mal weltweit. Ist zwar nicht durchnummeriert, aber eine der 1000 Boxen ist jetzt hier meine und das ist das Zertifikat, das mir das Ganze bescheinigt. Ah ja, genau. Und hier steht das, was ich gemeint habe. Hier steht sogar noch, jetzt lese ich es, Special Rubber Purse. Und das ist eben genau das. Also diese Rubber ist so Gummi, Kunststoff und Purse ist eine Geldbörse. Also es ist tatsächlich dafür gedacht. Okay. Dann haben wir noch eine Downloadkarte. Free Music Downloads IFM Records. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Ah ja, okay, also ich habe hier jetzt scheinbar einen Code, den ich hier in der Mitte jetzt gerade verdecke. Da kann man dann auf IFM Records gehen, diesen Code eingeben und jeden Monat bekommt man da irgendwie neue Free Songs, also neue Gratis-Songs. Okay, nicht schlecht, ich bin gespannt, werde ich mal schauen,
ob die überhaupt noch einzulösen ist, nachdem das Album ja doch schon ein paar Jährchen her ist. Und als letzten Boxinhalt haben wir natürlich noch den Boxhandschuh, passend zum Albumtitel. Einen schwarzen Boxhandschuh, hier vorne der weiße Aufdruck, wir kennen den Spruch. Dann haben wir hier das Ganze nochmal am Klettverschluss drauf, also der Schriftzug plus die Website. Ja, ich werde es mal ganz kurz probieren. Okay, ja, also ist natürlich jetzt schade, dass nur einer drin ist, aber ja, zwei hätten dann wahrscheinlich auch irgendwie den Rahmen gesprengt oder da hätte die Box dann noch größer sein müssen, obwohl sie eh schon so groß ist. Ja, also er ist gepolstert, aber ich glaube, zum richtigen Einsatz wäre der jetzt nicht so gut geeignet. Wahrscheinlich dann eher so für die Vitrine, fürs Regal zum Anschauen, wie auch immer. Denn ich zeige euch mal ganz kurz, wie mein regulärer ausschaut. Also das sind die Handschuhe, mit denen ich normalerweise boxen gehe und die sind dann doch etwas größer und ja, kann man jetzt natürlich auch schwer vergleichen, weil ich habe für meine um einiges mehr bezahlt, als die ganze Box gekostet hat und es wäre natürlich jetzt auch irgendwie utopisch anzunehmen, dass dieser Handschuh mit einem wirklich professionellen um ein Vielfaches des Geldes da irgendwie mithalten kann. Aber ja, nette Sache. Ansonsten hier komplett in Schwarz. In so einer Kunstlederoptik kann man auf jeden Fall sich ins Regal legen als Ohrenfeind-Fan. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Boxhandschuh, dann diese kleine Rubber Purse, also dieses kleine Geldbeutelchen hier aus Gummi, das Zertifikat zum Album, der zugehörige Coversticker quadratisch, dann diese Musik-Downloadkarte von IFM Records, die 5 Gitarrenplektren und natürlich das Album an sich auf die Fresse ist umsonst im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box auf die Fresse ist umsonst von Ohrenfeind. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ohrenfeind unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.